Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4. Schön, dass ihr am Start seid. Ich war heute beim Sport und nehme jetzt noch eben abends hier den nächsten Part auf, denn wir sind ja noch mitten im Kapitel. Und ja, wir können den heute leider nicht so lang machen wie den letzten. Der letzte war ja über eine halbe Stunde. Ich denke, das war cool für euch, aber heute will ich jetzt auch gleich ins Bett, deswegen machen wir jetzt nicht so lange. Also hoffe ich, dass wir da irgendwie einen Schluss finden können. Und deswegen schnacken wir auch gar nicht lange, sondern machen direkt weiter. Und ich muss euch ja nicht erzählen, was passiert ist, denn ich habe euch ja beim letzten Mal gesagt, ihr sollt euch das gefälligst merken. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Das Tor ist zu. Ja, dann vielleicht oben drüber oder so, ne? Müssen wir mal schauen, ob wir hier nicht irgendwo klettern können. Irgendwer hatte geschrieben, ja, hier vielleicht klettern? Oder hier? Ach, guck mal, das ist ein Leiter. Irgendwer hatte geschrieben, ich sehe in der Facecam so viel besser aus ohne Cap. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, der Meinung bin ich nicht, denn gut, meine Haare sind momentan schon ungefähr dreimal viel zu lang. Und deswegen habe ich eigentlich immer ganz gerne jetzt eine Cap auf momentan. Aber jetzt gerade halt nicht. So, Leiter haben wir. Du sollst nach oben klettern. Ja, genau, so. Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Cucina. Eine Tür zur Küche. Tja, da kommen wir nicht durch. Und jetzt? Durch ein Fenster. Da ist schon wieder eine Leiter, die wir benutzen können. Das ist natürlich praktisch. Hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Diesmal hilft er mir hoch. Okay. Eben hab ich ihn hochgeworfen. So, runter damit, komm. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht! Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Und er so, guten Abend. Hey, und der denkt sich nur, warum hängt da ein Typ an der Reling? Ja, okay. So kann's gehen. Da haben wir aber auf jeden Fall schon mal so ein Kellner-Ding. Aber wir müssen trotzdem noch zum Maschinenraum. Ja. Das ist da oben der Master. Ja, bist das ein bisschen ist zu fett. Angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Bauwerk. Sam, bist du da? So, also der Empfang Sam? Ist hier super. Sully? Oh Gott, wir sind auf uns allein gestellt. Der Empfang ist hier irgendwie bei allen total kacke. Das ist nicht so gut. Ich kletter jetzt mal hier rum und gucke mal, okay, wo wir uns das hinführt. Fahrradfahren. Verlernt man nicht. Über dem Boden. Das ist doch gut. Fahrradfahren verlernt man nicht und klettern verlernt man auch nicht. Können wir hier vielleicht an dem Kabel hochklettern? Nee, sieht noch nicht so aus. Wir könnten zwar hier rüber, aber da haben wir ja nichts von, oder? Ja, wenn wir hier um die Ecke kämen, aber ich glaube, wir kommen hier nicht drum. Dann müssen wir nochmal nach rechts schauen. Vielleicht ist da hinten, da ist ja offen. Da können wir vielleicht hier ins Fenster rein und dann können wir uns da wieder raushangeln. Schauen wir mal. So, da wären wir schon mal hier. Haben wir hier vielleicht einen Schatz oder sowas? Man weiß ja nie, immer in alle Ecken gucken. Man weiß ja nie, ob man nicht vielleicht einen Schatz übersieht. So, hier hatte ich jetzt gerade gedacht, hier können wir uns halt langhangeln und dann hier rüber. Aber ob uns das jetzt irgendwas bringt, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Ah, doch, vielleicht können wir hier irgendwie weiter hoch. Von hier aus kommen wir sicherlich auf das Dach von dem Ding hier und dann irgendwie weiter. Es ist halt gar nichts hier markiert. Normalerweise, das macht mich ein bisschen stutzig, normalerweise ist immer das, wo du langklettern sollst, markiert durch irgendwelche gelbe Farbe oder irgendwie sonstige Farben, aber ich glaube, wir sind trotzdem richtig hier. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Du bist überhaupt nicht beim Maschinenraum, du bist noch ziemlich weit weg vom Maschinenraum. Ich überlege nur gerade, wie wir jetzt hier am besten weitermachen.
Ich meine, ich kann hier rüber gehen. Habe ich da was von? Nee. Wahrscheinlich können wir uns ja irgendwie darüber hangeln. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwo können wir ein Seil hinschmeißen. Aber wir haben gar kein Seil, ne? Tja, wo können wir hier weiter? Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber doch, es wird schon so gedacht. Ach so, warte mal, doch, klar, wir können... Ah, da oben, ja, ich sehe es. Wir können hier rüber. Das ist der Plan. Oh, das war knapp, meine Güte. Und dann können wir nämlich hier weiter und das ist dann auch unser Weg, glaube ich. Wenn wir hier... Vielleicht kommen wir hier hoch? Ja, ja, das ist, glaube ich, richtig jetzt. Das gefällt mir. So, dann kommen wir hier hoch. Und dann können wir hier... Und, ja, gut, das war jetzt nicht so geil, der Sprung. Normalerweise denke ich dann, ja, das Spiel muss doch wissen, dass ich an diese Stange springen wollte, die da 2 Zentimeter weiter vorne war. Aber wir haben einen sehr gnädigen Checkpoint bekommen. So, jetzt habe ich die auch bekommen, die Stange. Ich hätte gedacht, das hätte er doch vorher schon hinkriegen können, oder? Und... Wusch! Oh Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Mhm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Mhm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Grabnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Der gute Anzug hier über dem Boden. Also wir haben ein bisschen ein Problem. Nadine und Rafe und das ist nicht gut. Das bedeutet Probleme. Ich hoffe einfach mal trotzdem, dass wir das noch irgendwie hinkriegen hier, was wir uns vorgenommen haben. Soll ich jetzt
tatsächlich mich an die Stange runterfallen lassen? Ich glaube, ja. Ja, sollte ich. Ah! Gar nicht so easy, sowas. Oh, die ist auch schon am Eiern. Aber gut, wir haben es geschafft, so. Hier geht's weiter. So, dann kommen wir von dem hier, wenn wir uns umdrehen, weiter an diese kleine Stange da. Oder wir können hier runter. Ich weiß nicht, was genau der Plan ist, ob wir da jetzt an die Stange rüber sollen. Doch, sollen wir. So, das war auch knapp. Aber wir sind soweit eigentlich ganz gut unterwegs, finde ich. Jetzt müssen wir nur noch hier hochkommen. Sollte doch zu schaffen sein. Warte mal, wenn wir hier runter gehen und dann... Und dann, das ist eine gute Frage. Nach hinten bringt nichts. Komisch. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind hier richtig. Aber da muss ich doch... Aber rechts geht's ja nicht weiter, oder? Oder komme ich von der Stange hier? Doch, komme ich. Okay, ich dachte, weil da die unten so... Ne, ist egal. Hier kommen wir an die Reling. Ist immer praktisch, wenn da außen so... Oh, da geht gerade jemand rein. Ist immer praktisch, wenn da außen so die Rohre überall hängen und die Kästen, dass man da so super lang klettern kann, oder? Wirklich nett von denen. Aber hier können wir da oben hin. Und dann kommen wir hier hin. Und dann kommen wir hier hin und kommen rein. Ja, wunderbar. Okay, Maschinenraum, Kabel. Bestimmt gibt es auch hier irgendwo einen Schatz. Nein, weiß man nicht, aber es kann natürlich immer überall einen Schatz geben. Okay, jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade irgendwo reingeglitscht. Kann das sein? Nee, geht doch weiter. Ich hing da nur gerade irgendwo fest. Ach so, da unten in diesem Löchlein. Ach, ist das eng hier, meine Güte. Und da ist jemand. Schönen guten Tag, darf ich kurz stören? Ich glaube, der Plan war doch, dass wir hier das Licht ausmachen müssen, ne? Ich glaube, deswegen sind wir hier. Ich verstehe die leider nicht. Handy. So. Wo kommen wir hier weiter? Das Handy von dem hat geklingelt. Standard-Klingelton. Das sind immer die Leute, die ihren Klingelton nicht ändern, ne? Ständig in der Bahn und so hört man dieselben Klingeltöne für SMS und Anrufe, weil die Leute alle ihren Klingelton nicht ändern. Ihren Standard-Klingelton. Okay, ich glaube, wir sind hier soweit richtig. Die Frage ist, soll ich mich ablassen oder nutze ich die Position, an der ich hänge? Ich glaube, ablassen ist die richtige Möglichkeit hier. Also, wir wollen eigentlich ja nur für Dunkelheit sorgen. Na bitte. Habe ich recht? Diese Schutzschalter. Abgeschlossen, na super. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Gerücht? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Vertrau mir. Zum Ersten. Zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge, du bist im Nu daraus. Na, das hoffe ich. Der gute Sully bietet gerade für 120.000 Euro auf so ein altes Scheiß-Holzkreuz. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Und liefert sich jetzt hier einen Bieterstreit mit Rafe. Und wir sollten uns ein bisschen beeilen und ein... Wir sollten uns ein bisschen beeilen, was zu finden und den Strom abzuschalten, sonst hat Sully ein Problem. Schon.
Ja, einen Moment. 160.000 Euro. Scheiße, Mann. Ach, wir haben was. So, schnell, 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 schnell. Die arme Sully kriegt sonst richtig Probleme. Komm schon, Nate, mach das Licht aus. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Kapitel 7, Licht aus. Ja gut, eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen. Dann wäre der Part aber sehr kurz. Aber andererseits denke ich mir dann, ja, jetzt das neue Kapitel anfangen, dann bist du halt wieder mittendrin beim Cut. Aber gut, dann machen wir halt noch ein Stückchen. Also, Kreuz haben wir geklaut. Rafe war nicht so begeistert, hat direkt mal 500.000 auf den Tisch gehauen und dann ist das Kreuz weg. Scheiße. Aber unser Plan hat bisher funktioniert, wir müssen jetzt nur hier irgendwie entkommen. Das wird nicht leicht werden. Verdammt! Bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich die weiße Bedrohungsanzeige. Hm? Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Ja, das ist sehr so wie bei anderen Spielen teilweise. Halten Sie sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Wir verschwinden also und hoffen, dass der uns nicht mehr weiter sieht. Da oben sind noch zwei, da ist noch einer, da ist noch einer. Ach du Scheiße. Alles voll natürlich jetzt mit Wachen, die hier den Dieb suchen. Oh, da ist noch einer. Meint ihr, wir können den runterziehen? Ja, können wir. Wunderbar, dann sagt dir doch mal gute Nacht. Sam. So, der leuchtet hier auch durch die Gegend. Muss man ein bisschen aufpassen. Oh, die schießen schon. Okay, warte mal, mache ich mal eben, dass wir sterben. Weil ich finde es besser. Also ich will jetzt nicht irgendwie schnell noch abhauen so. Sondern ich will es eigentlich, wenn, dann schaffen, ohne entdeckt zu werden. Einfach weil es... Ja, es ist eigentlich cooler. Also ich glaube, ich finde, ich will es, wenn, dann schaffen, ohne entdeckt zu werden. Und wenn ich dann jetzt schon entdeckt wurde, dann lasse ich mich halt direkt da schießen. Dann können wir das nochmal versuchen, ohne entdeckt zu werden. Finde ich dann irgendwie cooler. So, den ziehen wir da easy runter. Ich gehe jetzt vielleicht einfach mal nicht da oben lang, sondern hier runter. Ich soll doch eh den Scheinwerfern nach, oder? War da nicht irgendwie was? Soll ich nicht eh den Scheinwerfern nachgehen oder so? Ich glaube, irgendwie sowas. Wenn ich nämlich hier lang gehe, dann umgehe ich die ganzen Wachen, die wir da hatten. Ich glaube, das ist eh der bessere Weg. Aber wenn schon, denn schon. Dann will ich es auch sneaky machen, deswegen versuchen wir das. So, da oben ist einer, der schaut hier rum. Der schaut dahin, dahin. Aber der schaut, glaube ich, nicht, wenn wir hier unten langklettern. Ich muss das ein bisschen kurz beobachten, wo der lang schaut. Jetzt schaut der nur noch da drüben. Na gut, dann gehen wir wohl weiter. So, damit sind wir hier drin. Aber das ist auch noch nicht die Lösung des Ganzen.
Tja, wo kommen wir weiter? Ich weiß ja gar nicht genau, wo ich hin will. Da oben ist der. Oh, da ist auch einer. Der schaut hier frontal auf uns. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wenn der da oben wegschaut, können wir vielleicht hier drüber nach da schwingen. Das ist natürlich echt riskant. Der da oben mit dem Scheinwerfer leuchtet halt hier durch die Gegend. Der leuchtet da unten hin, der leuchtet dahin. Ja genau, wenn er nämlich dahin leuchtet und wir da gerade rüber springen, dann haben wir ein Problem. Eigentlich hat er eben auch immer mal wieder nach da rechts geguckt, aber jetzt guckt er nur noch hier. Ich würde fast sagen, wir riskieren es trotzdem mal. Wir müssen warten, bis der wieder woanders hinschaut. Und jetzt schaut er gerade wieder da. Ah, jetzt schaut er wieder da lang. Und wieder. Schnell rein. Waffen wären vielleicht auch nicht schlecht. Waffen wären super, ja. Waffen wären sehr gut. Ah, scheiße, ist das hier aber auch gefährlich mit den ganzen Scheinwerfern. Tja, kommen wir hier weiter? An den Fenstern entlang kommen wir, aber wir können halt tatsächlich an vielen Stellen klettern, aber man weiß noch nicht, ob es auch der richtige Weg ist. Früher war es eigentlich bei Uncharted meistens so, du kannst eigentlich nur, ja, es gibt meistens nur einen richtigen Weg, sag ich mal. Und hier gibt es jetzt ja doch viele Klettermöglichkeiten. Damit ist aber noch nicht gesagt, dass wir auch die richtige haben. Oh, das war knapp. Also ich würde sagen, wir wollen hier hoch. Das heißt, wir müssen an dem Scheinwerfer vorbei. So, ich bleibe aus dem Kegel raus, dann sollte eigentlich nichts passieren, wenn ich hier in der Deckung bleibe, dann sollte der wieder woanders hinschauen. Können wir vielleicht auch an der Kante langhangeln? Weiß es nicht. Können wir doch bestimmt. Nee, sieht noch nicht so aus. So, wir sind richtig, glaube ich, und... Alter, es ist gar nicht so leicht, hier den Scheinwerfern fern zu bleiben. Ich meine, es gibt ja solche Sachen auch schon in anderen Spielen teilweise mal, ne? Dass man an irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Sichtkegeln ausweichen muss und so. Aber das ist halt immer auch sehr spannend, finde ich. So, jetzt haben wir da oben die beiden. Ja, die Frage ist... Können wir die irgendwie ausschalten? Sollen wir die irgendwie ausschalten oder sollen wir das gar nicht? Okay, da ist wieder so ein Scheinwerfer. Ich glaube, wir sind hier schon ganz richtig. Nach oben und mich umschauen. Okay. Nutzen Sie hohes Gras, um sich vor Gegnern zu verstecken. Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Können wir den ausschalten? Dann haben wir vielleicht eine Waffe, das wäre super. Ne, wir haben keine Waffe. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht hat er eine Waffe, das wäre für uns richtig gut gewesen. So, wir schalten beide aus im hohen Gras. Leider haben beide keine Waffe. Schaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Oh, Kinder, das ist aber auch spannend hier. Also, wir sollten nach oben. Huch, da fahren die... Ach, da fahren die Autos weg hier. Nee, die fahren da rennen oder was? Oder hauen die alle ab? Okay, alles klar. Da fahren auf jeden Fall ein paar schnelle Schlitten. So, ich glaube, hier geht's weiter. Da sind zwei mit Taschenlampen und da ist auch noch ein dritter. Hier könnten wir hochklettern und kämen aufs Dach. Das war jetzt so mein Plan. Da kommen wir nämlich sogar noch höher. Ich glaube, wir sind hier ganz richtig. Wahrscheinlich müssen wir da oben in das Fenster rein.
Ja, sieht gut aus. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Einfach auf cool machen und hier raus spazieren, genau. Das wäre jetzt so der Plan. Cooles Zimmer eigentlich. Sollen wir uns hier noch irgendwie, können wir hier noch irgendwie uns umschauen? Gibt es hier einen Schatz oder sowas vielleicht? Man weiß ja nie, man muss es halt alles mal erstmal anschauen. So viel Zeit muss dann sein. Eine Flasche Wein auf jeden Fall. Auch nicht schlecht. Ups. Sorry. Ich wollte hier nichts durcheinander bringen. Alter, er schmeißt die Vase runter. Auch nicht schlecht. So, durch die Tür. Oh. Oh. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben, sehen Sie? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Okay, Nadine und Nate. Sie hat sich extra die Schuhe ausgezogen. Sind Sie immer so durchschaubar? Und will uns jetzt hier die Fresse verprügeln. Dass es da bleibt. Das Problem ist ja, wir können dir das Kruzifix gar nicht geben, weil wir haben es gar nicht. Alter, die geht aber ran hier. Die sieht aber auch ziemlich fit aus. Das war nicht. Wow, der Arme wird komplett verprügelt. Und jetzt her mit dem Artefakt. Das Problem ist ja. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Ich habe noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Ich finde, dass die uns ruhig mal in Ruhe lassen kann. Ich kann dir das Ding eh nicht geben. Ich habe es halt gar nicht. Boah, die geht aber auch ran hier. Nate lässt sich von einer Frau komplett verprügeln. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Sie sind keine Chiropraktikerin. Wissen Sie, Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. Okay, halt, halt! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist das? Nadine ist auf jeden Fall eine Powerfrau und die lässt nicht locker. Problem ist halt nur, ja, wir hätten es ihr auch so oder so nicht geben können. Aber wir haben es geschafft, euch mal abzuhauen. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Balsa. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Ja, eine Knarre habe ich nicht. Ich hätte auch gerne eine Knarre. Aber Jungs, wir müssen mal Schluss machen jetzt. Wir sind zwar wieder mittendrin, aber das habe ich ja eben schon gesagt, als wir angefangen haben hier mit Kapitel 7. Habe ich ja schon gesagt, wir werden dann wieder mittendrin Schluss machen müssen. Aber es ist jetzt halt doch schon wieder so ein langer Part geworden. Also Nadine haben wir genauer kennengelernt. Nate hat die Bekanntschaft gemacht. Und wir müssen jetzt halt hier noch irgendwie entkommen. Der Raub war ja schon erfolgreich, aber... Oh, gar nicht so leicht. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Merkt euch, was passiert ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Einen schönen Tag noch, euer Walle. Bye, bye. Von der Seele reden. Andererseits will ich gar nicht meine kostbare Lebenszeit eigentlich damit verschwenden. Aber wir machen es trotzdem. Ich muss leider nochmal über ApoRed reden. Eigentlich bin ich ja niemand, der sich mit irgendwelchen YouTubern beeft. Ich habe nie schlecht über andere YouTuber geredet eigentlich. Ich habe nämlich nie mit anderen YouTubern gebeeft. Und ich habe auch nie gesagt, der...